Ja, hallo, schön, dass ihr wieder da seid, hier auf meinem Videoblog. Heute geht es um ein Thema, auf das schon viele lange warten, weil ich es schon länger angekündigt habe. Es ist auch schon länger geshootet, ehrlich gesagt. Bin aber noch nicht dazu gekommen, es zu veröffentlichen. Und zwar geht es ums Thema Altglas. Warum sollte man sich zum Henker, wenn es schöne, neue, tolle, gerechnete Objektive gibt, Altglas, also alte Objektive an die Kamera dran schrauben? Und ja, der Grund ist genau, dass die neuen Objektive zu gut berechnet sind, dass da zu viele Objektivfehler ausgeschlossen werden durch Beschichtungen, durch Vergütungen. Probiert einfach mal mit einem hochwertigen Objektiv, ob es jetzt ein Sony GM ist oder ein Zeiss Bart ist oder, abends im Abendlicht Lensflares zu produzieren. Das ist unfassbar schwer. Warum? Weil diese Beschichtungen das genau vergüten. Die Abbildungsleistung soll ja perfekt sein. Und diese Perfektion ist eben oft bei Stimmungsbildern genau das, was mir persönlich nicht gefällt. Und deswegen, ich habe mir mal einen Schwung Altglas besorgt und habe einfach mal getestet, was die unterschiedlichen Objektive können und tun und machen. Und mein Lieblingsobjektiv, das ist mal blöd, wenn ich es sage, mit den ganzen Industriepartnern, mit denen ich zusammenarbeite, mein Lieblingsobjektiv ist ein altes, 40 Jahre altes Minolta Rocco 58mm 1.2. Das ist bei 1.2 noch relativ soft, abgeblendet auf 2 ist es aber ultra scharf. Und was das macht, das hat einen besonderen Look. Das Bild ist an sich ein bisschen weicher, trotz der Schärfe, die es hat. Wo es vor allem seine Stärke perfekt ausspielt, ist abends im Gegenlicht. Das Ding macht kleine UFOs als Lensflares. Ich habe hier wirklich viele Lichtstrahlen, die reinkommen, je nachdem, wie ich den Winkel halte. Ich habe also Effekte, wie zum Beispiel bei dem Bild, was ich jetzt hier gerade einblende, aus Namibia. Das ist die Sonne ganz ins Eck gelegt vom Bild und dann entsteht dieser Lichtstrahl, der war in Wahrheit gar nicht da. Das ist ein Abbildungsfehler, macht aber dieses Bild für mich so spannend. Und hier nochmal ein Bild von den typischen UFOs, das dieses Objektiv macht. Also ich mag sehr. Ich habe noch andere Objektive getestet. Ein 85er, ein 50er, ein 17mm. Ein Teil habe ich schon wieder verkauft, weil ich das dann doch nicht so oft einsetze. Was ich noch habe, ist das 50er, wenn es jemand interessiert. Behalten habe ich tatsächlich hier das 58mm. Das ist eine sehr, sehr gute Linse. Und deswegen, wenn ihr auf einen besonderen Look steht, und im Übrigen ist es auch so, dass auch bei modernen Objektiven der Look nicht immer gleich ist. Ein Sigma stellt anders dar wie ein Sony, wie ein Zeiss Bartis. Gerade Leica zum Beispiel, die ja, bauen ja auf diesen sogenannten Leica-Look, der kommt nicht von den Kameras, der kommt hauptsächlich von den verwendeten Objektiven.
Wie ist der Übergang von Schärfe zu Unschärfe? Wie ist das Bokeh? Gibt es eine Vignettierung? Und so weiter und so weiter. Das sind lauter Faktoren, die den Bildlook massiv beeinflussen. Und das merkt man durchaus auch schon bei modernen Objektiven. Extrem wird das Ganze aber eben bei Altglasen. Deswegen, ich bin ein bekennender Fan von Altglas. Und gerade in der People-Fotografie ist das hier eins, was ich nicht mehr missen möchte. Und was natürlich auch dieses Jahr wieder mit nach Namibia geht. Und ja, deswegen mein Tipp, schaut euch einfach mal bei eBay um. Dummerweise ist es inzwischen so, dass die alten Objektive inzwischen recht teuer gehandelt werden, weil der Run einfach sehr groß ist da drauf. Gerade das hier, das habe ich noch für, glaube ich, 70 Euro gekauft. Das liegt inzwischen bei 400. Müsst ihr einfach mal ein bisschen gucken. Am Ausprobieren, vielleicht findet ihr auch noch was bei Vater, Großvater, wem auch immer, auf dem Speicher, irgendwelchen alten Objektive. Man kann heutzutage, gerade an die Spiegellosen, gerade bei Sony, ziemlich problemlos adaptieren. Es gibt Adapter zu jedem Anschluss. Und deswegen, wenn ihr einen besonderen Look in euren Bildern wollt, dann probiert doch einfach mal Altglas aus und es fokussieren. Ist tatsächlich kein Problem mehr. Da noch ein letzter Tipp von mir, nutzt nicht die Kantenanhebung, da spreche ich jetzt speziell für Sony, sondern nutzt die Vergrößerung. Das heißt, ich habe mir das auf einen separaten Button gelegt, den ich hinten einfach drücke und dann habe ich die Vergrößerung im Sucher und kann so genau auf das Auge vom Model scharf stellen. Geht relativ schnell. Die Kantenanhebung ist für mich in dem Fall zu ungenau, gerade wenn ich es eben wie bei dem Objektiv sehr offenblendig arbeite. So, das war's. Schaut uns noch ein bisschen beim Shooting zu und wenn Fragen sind, wie immer, unter das Video. Ansonsten Daumen nach oben nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.